Leute, bevor es losgeht, ganz kurzer Hinweis, ganz kurz ein Aufruf. Ich habe im Forum gesehen, oder eigentlich überall, es ist ganz, ganz schlimm, wie mittlerweile miteinander geredet wird. Ich finde, wenn man privat miteinander spricht, dann ist das die eine Sache. Aber wenn man öffentlich im Forum, was ja öffentlich ist, naja, da sind viele Leute, die kennt ihr sehr gut, die können euch sehr gut, aber es ist immer noch öffentlich und wie man sich da äußert, bisschen Etikette. Also dieses Band, Engine, sonst wen, bitte nicht. Es ist viel zu viel. Das geht nicht. Also das hört bitte auf damit. So, jetzt viel Spaß mit dem Video. Camino. Ich bin dann auf der 1, dann fahre ich jetzt auf die 2. Hilfe? Guten Tag, Private Star. Ja, ja, ob der Tag so schön ist, aber dahingestellt. Also, wir haben es geschafft. Großartig. Ja, das war auf jeden Fall mal die Medbay. Ich sehe auch nicht so wirklich, warum man das nicht mehr als Medbay nutzt. Das war die schnellste Schweigeminute, die ich je hatte. Was ist das hier für eine illegale Versammlung? Guten Morgen. Guten Morgen, Star. Na, wie ist? Illegale Versammlung handelt sich um unseren gefallenen Bruder, der da runtergefallen ist. Ach so, liebe Zeit, wer? Ein anderer Private. Kann man da noch was machen? Also halten Sie ein bisschen Abstand von dort, weil ich keine Sorge. Runter. Ich warne Sie nur, Brooks. Oder wie wär's denn, wenn man das Geländer höher als Knöchel hochmacht? Das klingt gut, aber er ist halt von der Brücke gefallen. Auch da. Aber er kann doch schwimmen. Hätte es nicht Sinn gemacht, da irgendwie sofort eine Rettungsaktion zu starten? Gutes Gespräch, sollten wir wiederholen. Gut, aber so lange können wir jetzt auch nicht um ihn trauern. Denkt ihr, es gibt was zu tun? Mit Sicherheit. Wo ist denn eigentlich die Medbay? Die habe ich jetzt gerade eine halbe Stunde vergeblich gesucht. Mag mir da jemand auf die Sprünge helfen? Zengi. Hallo, hallo. Moin. Guten Morgen, guten Morgen, ja. Haben Sie an Ihre Fortbildung schon gemacht? Nee, in der Mission sind wir gerade unterwegs. Wir suchen die Medbay. Können Sie uns da helfen? Müssen Sie die erste Hilfe nur noch machen? Eben. Ja, ja. Moment, ich telefoniere kurz, ja. Guten Morgen, Keks. Wo bist du denn? So, Medic ist auf. Das ist fantastisch. Er weiß es, ja, da kommt er. Morgen, erste Hilfe-Fortbildung. Jawohl. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. Höchstens in der technischen Umsetzung. Also wenn jetzt tatsächlich da einer liegt, wie ich das jetzt genau anwende. Also theoretisch habe ich das jetzt so verstanden, aber wenn da jetzt wirklich einer liegt, weiß ich nicht, ob ich das so 1:1 wiedergeben und umsetzen könnte. Das machen wir gleich. Da sind wir gleich bei der nächsten Abteilung. Super. Was? Die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Schon gesagt, ist das hier leider sehr theoretisch, weil ich jetzt ja auch keine Puppe drehe. Warte, ich besorge uns mal eine. Oder wir legen meinen Lenzkorpel um. Fand er jetzt nicht so witzig, glaube ich. Mal ganz kräftig an. Das Wichtigste ist, ist die Person überhaupt ansprechbar? Hallo, Bruder, hörst du mich? Nicht ansprechbar. Wenn nicht ansprechbar ist, dann suchst du halt nach Puls und Atmung. Am besten nimmst du da den Helm ab. Jetzt hast du aber einen vor dir, der die Hälfte des Abends fehlt. Also nachdem ich mich übergeben habe, versuche ich irgendwie die Blutung zu stoppen. Also irgendwie mit einem Gürtel den Stumpf abklemmen, dass da kein Blut mehr rausfließt. Welche Fragen noch zum Schluss? Nee, keine. Das war sehr aufschlussreich, vielen Dank. So, dann gib mir mal deine ID, dann stelle ich dir den Schein aus. Ciao. So, also das kann mir noch keiner erzählen, dass das 501. Rüstung ist. Der ist doch Quatsch. Der spielt doch Karneval. Das ist doch Quatsch, was der anhat. Der hat zu dir gesagt, du warst Sergeant Major in irgendeinem Platoon. Nein, da habe ich vielleicht mal von geträumt. Ich kenne auch einen Star, der war bei uns First Lieutenant und kenne auch einen Star, der war bei der SC Sergeant. Da kenne ich mich nicht zu äußern. Ist das der Star? Weiß ich nichts zu. Nee, auf gar keinen Fall. Wenn Sie noch mitmachen, auch einfach mal hinkommen. So. Das ist die Idee hinter dem Training. Also Sie sind eine schnelle Eingreiftruppe. Platzieren Sprengstoff und exfiltrieren. Ja, kriegen wir hin. So, an alle, die Heavys werden jetzt erstmal vorrücken zuerst, danach rücken die restlichen hinterher. So, wir haben schon das C4 zum Einrücken. Ja, die können durch Wände schießen, die können durch Wände schießen. Wir machen es jetzt mit Schilden. Setz dich mal daneben, nach vorne. Passt geht da gar nicht. Schild ab, geht mal Schild ab. Schild ab. Unten bleiben, unten. Ja, machen Sie Schild ab, wir können unten schießen. So, Schild ab. Das ist die Tür. Bevor erste Barrikade aufgeht, bei die Flink rechts. Ja, und tot. Ich würde erstmal die Verletzten in Sicherheit ziehen. Vor allen Dingen war man sich sehr einig, was Schild ab bedeutet. Und das war jetzt in dem Fall, waren die sich überhaupt nicht einig. Da haben auch zwei Leute gegenseitige Befehle gegeben. Schild hoch, Schild runter und nee. Da wurden wir direkt in den Tod geführt. Nee, das war auf jeden Fall, das war Käse. Großer Käse. Alle, die gerade dabei waren, kommen bitte rein. Gut, ich bin gespannt auf Ihr Debrief. Ich auch. Also am Anfang haben sie ja alle schon gemerkt, war es ein bisschen chaotisch. Bisschen chaotisch. Machen Sie Schild ab.
nützlich, da die Druiden durch die Tür schießen konnten und wir sehr wenig Platz hatten. Dadurch hatten wir auch viele Verluste direkt am Anfang. Gut, dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Klar, beim Einrücken am Anfang war es ein bisschen schwierig. So noch weiteres vom Trupp vielleicht? Ist da? Also ich gehörte mit zu den Leuten, die direkt am Anfang gefallen sind. Deswegen habe ich gar nicht so viel zu dem ganzen anderen Rest sagen, aber nur zu dem Anfang. Und sie hatten es gerade beschrieben mit ein bisschen schwierig. Es war eine absolute Vollkatastrophe. Für die kleine Öffnung an der Tür konnten sie überhaupt nichts. Für die Druiden, die durch die Wand schießen konnten, konnten sie überhaupt nichts. Für ihre Uneinigkeit, wie wir jetzt mit den Schildern verfahren, konnten sie sehr wohl was. Da würde ich auch sagen, sind sie mehr oder weniger voll verantwortlich dafür, dass Leute da gefallen sind. Weil wir sind mit den Schildern vorgerückt und dann hieß es immer Schilder ab. Und dann hieß es wieder Schilder ab und wieder Schilder ab. Da waren sie sich uneins. Das habe ich in meiner Schildfortbildung vor wenigen Tagen erst gelernt. Bei den meisten von ihnen ist es wahrscheinlich schon etwas länger her. Vielleicht sollten sie die nochmal wiederholen. War tatsächlich kein von uns beiden, glaube ich, der mit drin war vorne direkt. Es war jemand anders hinter ihnen, Heavy, der die Schilde geleitet hatte. Es war keiner von uns beiden, wenn ich soweit ich es mitbekommen habe. War doch ihr Trupp, oder nicht? Dennoch danken wir für das Feedback. Genau, sie haben natürlich vollständig recht. Dankeschön. Ja, ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Die Umsetzung war vom Trupp schwierig wegen der Tür, ansonsten ganz gut. Alles klar, kurz und knapp, danke. So, Private Star. Ich kann mich nur wiederholen, die Zebronzeit, die ich miterlebt habe, absolute Vollkatastrophe. Die Idee vom Training, grandios, hätte ich gerne mehr miterlebt. Vielen Dank, ja. Alle Mann rechts um. Und Corrado und Morgan führen sie dann in den Freigang. So, den Marsch links, Schwenk. Die Funkeinheit ist jetzt aufgelöst, alle wieder in ihren Funk rein. Ja. Mich nicht. Nein, dann gucken wir, wie die alle stehen. Die stehen ja schon wieder alle so wie bestellt und nicht abgeholt. Nee, das mach ich nicht. Nee, da gehe ich lieber eine Runde.